Ja, und der Riese heißt uns willkommen zu einem neuen Dead or Alive. Am Freitag. Autsch. Boah, der haut jetzt aber schon mächtig rein hier. So, mein Freund. Ey, gar nicht mal so übel. Das ist nur mein fehlender Skill, der das hier so schlecht dastehen lässt. Boah, hier geht's mächtig ab. Kommst du damit klar, Rosa? Das ist der Vater von Tina übrigens. Oh, ach, komm schon. Komm schon, tritt an. Na, Titan, wo guckst du hin? Er guckt sie nicht an. Boah. Ganz ehrlich, ich finde das Outfit richtig, richtig gut, aber ich persönlich würde das als Mädchen nicht tragen, weil ich Angst hätte, dass der Stoff ja, zur Seite wegfällt und man dann rasieren kann. Ich als Mann würde mich darüber natürlich sehr freuen, aber nur wenn man unter sich ist und das keiner weiß. Ihr wisst schon, das allseits bekannte Besitzanspruchsdingens, dass man das Mädchen, was man mag, nicht mit anderen teilen will. Ja. Ey, der gute Move. Okay. Ja, du hast fantastisch gekämpft. Gute Stage dafür. Aber... Go ahead, knock yourself out. Cooles Outfit. Und die Musik ist nice. Naja, wenn ich gewinne, spielst du ein Liedchen? Autsch. Ganz schön was drauf. Ich werde den Sieg sicher nicht schenken. Nee, nee. Keine Ahnung. Was hat sie für Techniken, Alter? LOL, ich wollte ihn einfach ganz normal schlagen und das hat nicht funktioniert. Okay, Kumpel, du willst es auf die freundliche Art nicht haben. Ich hab's versucht, auf die freundliche Art mit dir zu kommen. Aber du wolltest einfach nicht aufhören. Das fängt schon wieder so an. Weißt du was? Das bin ich ganz schnell auf. Autsch. Ja. Oh, das Outfit kennen wir doch aus Knights of the Azur. Tolles Outfit. Dass es da um Yuri geht, finde ich natürlich furchtbar schlimm, weswegen ich das Spiel auch nicht spielen will. Aber wenn ich diese Abneigung nicht hätte, nehme ich mal an, dass es ein ganz tolles Spiel ist. Habt ihr gerade den Move gesehen? Da, genau den. Keine Ahnung. Ach nee, ah, ich habe ihn gerade wieder geschafft. Kein Problem. Oh.
Pai sieht richtig gut aus. Kazumi auch. Aber Kazumi ist für diese Szenerie vielleicht ein bisschen besser gekleidet. Wenn auch nicht unbedingt. Habt ihr das gesehen? Dieser Konter war sowas von sinnlos. Was? Das habe ich gerade nicht wirklich verstanden. Oh, oh nein! Oh nein! Oh, sehr schön, ouch. Niemals! Komm! Ey, durch den Konter will ich sie mal besiegen. Sieht richtig gut aus. Und sie ist am allerbesten. Aber warum muss ich gegen dich kämpfen? Warum muss ich das? Autsch! Autsch! Ich möchte mit dir kämpfen, nicht gegen dich. Trotzdem bin ich sehr froh, dass sie da ist. Ja. Kommt schon. Oh. Oh, sie macht uns fertig. Ja, hatte gesehen? Ich hab's noch versucht, aber es ging nicht. Hat. Jetzt geht das schon wieder nicht. Doch. Was ist das für eine Technik, Alter? Aber komm, ein bisschen freundlicher hier. Ja, da träumst du doch von Pai. Wenn das Ganze vorbei ist, dann können wir sie ja aufwecken. Denn wir wissen ja alle, wie viel besser Ayane ist. Na, Herr Busa, krasses Outfit. Steht ihm auch besser. Boah, du hast die Phase kaputt gemacht. Mach sicher, dass du dich dafür bei den Besitzern entschuldigst. Wenn du mit der Sache kommst hier, dass ich dich dagegen gestoßen habe, ne? Das halte ich für eine Lüge. Boah, habt ihr diesen markerschütternden Schlag gesehen? Die Schwingungen, die da gekommen sind, da hat man den Schmerz richtig gespürt. Boah, Alter, Hayabusa, du bist ja richtig krass, du bist richtig bösartig. Schlägst du Frauen, hä? Meinst du nicht, das ist ein bisschen schäbig? Ey, willst du... Ey, der geht mir so auf die... Ah, nein, das kann ich nicht sagen, weil ich ein Mädchen spiele. Nerven. Ja, genau. Schon habe ich die Kurve gekriegt. Oh, verdammt, ich habe meine Deckung zu früh aufgegeben. Alter, geht mir... Nein. Ich falle immer sofort wieder in dieses Alte zurück. Ja, ich muss da einfach nochmal auf ihn aufspringen. Ja, das ist mehr als verdient. Ach nee, beim großen Finale, der Fatzke. Na, Ryder, du bist Ayanes Vater. Ich weiß ganz genau, was du Bastard gemacht hast. Weil ich die anderen Teile von Dead or Alive auch gespielt habe. Er hat die Mutter von Kazumi vergewaltigt und dadurch Ayane gesagt. Persönlich muss ich ihm dafür mehr als danken, denn sonst gäbe es Ayane ja nicht. Und trotzdem... Ja, siehst du, eigentlich hat nur Ayane das Recht, ihn zu bestrafen. Ah,
Aber weil ich sie liebe, habe ich wohl das gleiche Recht. So wie jeder andere, der gegen diesen Typen kämpft. Ich meine, guckt ihn euch mal an mit seinem mechanischen Arm, Alter. Was ist denn mit dem passiert? Autsch, Autsch, Autsch. Der war so einer, der wollte Jutsus klauen. Also Fähigkeiten. Anstatt sich mal eine eigene, individuelle Art anzutrainieren, weißt du? Ey, ich glaub's ja auch, ey. Irgendwann können wir nur noch mit den geliebten Charakteren spielen, oder was? Die Schwierigkeit gerade zu hart werden. Wenn das doch nur ein bisschen stärker wäre. Hä? Habt ihr... Ah, ich hab den Move gekriegt! Zum Schluss! Nach hinten drücken! Mit Schlag und Trick gleichzeitig. Hä? Leider kann ich nicht nachsichtig mit dir sein. Ja, das finde ich sehr gut. Ich kann es auch nicht. Okay, weiter geht's. Nein! Nochmal zurück. Wir wollen einfach, nicht Anfänger. Und wir nehmen diesmal sie. Schon mal ihr erstes Outfit ist schon mehr als der Hammer. Würde ich behaupten, sie hat die größte Köpfchengröße von allen. Kann ich so spontan nicht sagen. Ja, keine Ahnung. Ist das schlimm, wenn ich nicht darauf geachtet habe? Ich glaube nicht. Guck dir mal dieses Helden-Outfit an. Richtig nice. Das ist auch nice. Möchte ich in diesem Outfit richtig hart und richtig oft verprügelt werden? Nein. Deswegen werden wir das jetzt nehmen. Würde mir schwerfallen, mit so einem guten Outfit die ganze Zeit auf Na, guck mal, sie hat sogar eine Waffe gegen den Fetten. Hier hinten im Hintergrund. Ich versuche immer zu blocken, was geht nicht. Ja. Ich kämpfe gegen ihr Double, was auch sehr gut aussieht. Obwohl wir natürlich noch besser aussehen. Wir sind das auch nicht. Ist ja vollkommen klar. Aber ich muss mir ganz ehrlich sagen, ihre Finish-Moves. Ich bin mir sicher, wir hatten sie schon mal. Aber ich kann mich beim besten Willen nicht dran erinnern. An diesen einen Move hier vorhin. Nice cut. Ist zu lange her. Hey Kumpel, ich befürchte, du hast den Riesen verpasst. Ich schick dich mal kurz in seine Dimension, wenn du erlaubst. Na, du glaubst, ich kann dich nicht so einfach besiegen? Und ich glaube schon. Na Kumpel, was war das?
Hey, Tina. Wrestling ist besser als das, was immer er einsetzt. Welches Business wollte sie noch mal als nächstes ansteuern? Hallo Mai, du siehst unglaublich gut aus. Besser als Tina. Ist natürlich Ansichtssache, ne? Aber dann... Alter, what? Ich möchte unbedingt das Charakter haben. Aber ich habe mal geguckt, wie viel sie einzeln kostet. Und da würde ich dann doch wieder zum Season Pass greifen. Und das muss leider noch warten. Oh, tut mir leid, Mai. Alter, das wird der Hammer, mit dir zu spielen. Das wird richtig, richtig, richtig gut. Ja, weil wir so gut sind. Angriff abgebrochen. Was war das? Perfekt. ganz ehrlich. Was für ein Business strebt sie als nächstes an? Warte. Oder? Keine Ahnung. Alter, sie hat einen kritischen Stun gemacht. Endlich! Kleidung zerstört, so muss das sein. Oder macht sie diese Geste nur in diesem Outfit? Vielleicht hat sie das Outfit auch nur deswegen gekriegt, wegen dieser Geste. Und jetzt geht's gegen Papi. Alter, du bist ganz schön heftig, Vater. Aber ich gehe meinen eigenen Weg. Nix machst du. Ich lass dich nicht so leicht bekleidet rumlaufen. Ich bin schon lange nicht mehr nur eine Wrestlerin. Ich gehöre der Welt. No. Alter, ihr Move hier, ne? Ganz ehrlich, die Geste hat sie doch jetzt nur gemacht, um ihrem Vater zu zeigen. Ja, was will sie dem Vater damit sagen, dass sie auf jeden Fall das tun wird, was sie tun will?
und nicht, was er will. In diesem Grande Finale stehen sich zwei großartige Kämpferinnen gegenüber. Zum einen Sarah, bekannt aus, das mit dem King of Fighters. Aha, wenn ich sie auf den Boden geschickt habe. Alter. Alter. Was? Ist gerade ein Wurf? War das gerade ein Wurf? Krass. Den habe ich nicht drauf. Eben haben wir eine grandiose Performance von Sarah gesehen. Oh, da greift Tina wieder an. Das sieht gefährlich aus. Aber Sarah konnte. Oh, wieder ein Bedrängnis. Oh, verdammt. Das war's für sie. Ach, deswegen kam mir das so fremdartig vor. Wir hatten sie noch gar nicht. Oh mein Gott, ist das echt so? Die hatten sie echt noch gar nicht? Wow. Oh. Oh Leute, das schafft mich jetzt. Okay, Zufall. Und Zufall. Ich find's toll, dass immer automatisch der Gegner auf Eiern hier ist. Wobei ich es natürlich begrüßen würde, wenn das eigene Häkchen auch da wäre. Wir kämpfen gegen Akira. Ist das Zufall? Wir spielen jetzt ausgerechnet ihren Vater, der sie jetzt einen Gegner braucht, wo er sich abreagieren kann. Beruhig dich doch mal, was ist denn überhaupt los hier? Wieso greifst du mich an? Ach, das verstehst du nicht. Ich habe nur eine Tochter. Und sie macht ständig nur diesen Quatsch. Anstatt zu wresteln, macht sie hier eine Modenschau. Mit einem Musiker. Das ist lächerlich. Reg mich das auf. Das verstehst du nicht. Der Typ ist die Peinlichkeit schlechthin. Ja, du bist der Champion, Meister. Du bist der Champion. Alles Kalächen. Oh mein Gott. Ja, wenn ihr das auch so seht, würde ich sagen, danke fürs Zuschauen. Dann bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.